Luzern, eine Stadt mit über 80.000 Einwohnern. Von der erfolgreichen Geschäftsfrau bis zum Straßenmusiker vor dem Einkaufsladen. Jeder lebt in einer anderen Realität. Verschiedene Leute haben uns einen Einblick gegeben in ihr Leben, in ihre Realität. In einem ruhigen Teil zwischen Luzern und Meckern lebt Alf Hofstetter. Der Künstler wohnt momentan in einem geräumigen Haus direkt am See. Jedoch war seine jetzige Wohnsituation nicht immer so. Herr Hofstetter gibt uns einen Einblick in sein Leben. Ich bin aufgewachsen im Glarnerland, auf dem Land, und habe dort eine Lehre gemacht als Buchdrucker. Und dann bin ich auf die Zürcher Kunstgewerbeschule und dann wollte ich eigentlich Grafiker werden. Das Studium gemacht, bildende Kunst, und habe dort den Max kennengelernt. Und wir haben Ende von unserem Studium haben wir dann gefunden, es wäre schon noch spannend, eine Form zu finden von Zusammenarbeit, dass jeder sich selber bleibt. Zusammen mit seinem Studienfreund Max kreierte das Duo mehrere Projekte. Jedoch fand auch diese Partnerschaft ein Ende. Und dann haben wir gefunden, okay, hören wir auf. Wir haben irgendwann angefangen, es war ein Projekt. Und hören wir auf und dann tut jeder für sich selber weiterarbeiten. Und das haben wir dann auch gemacht. Ich bin dann unterdessen Vater geworden. Eben, ich bin mit meiner Partnerin zusammen, die auch Kunst gemacht hat, zusammen gewohnt. Wir haben dann eigentlich lange immer nur für Kunst gelebt. Aber dann haben wir gefunden, ja, jetzt wäre eigentlich auch noch gut. Jetzt hat es eigentlich Platz für ein Kind. Und ich bin dann Vater geworden. Und das war eigentlich ein guter Wechsel. Und ja, bis sie 10 war, wo dann die Partnerin gestorben ist, verunglückt. Und dann bin ich dann alleinerziehender Vater geworden. Nach einigen Jahren als Kunstschaffender ging Herr Hofstetter in die Pension. Gleichzeitig erbte eine Verwandte von ihm ein Haus, in dem er im unteren Stock leben konnte. Da habe ich mich einnisten im Keller unten. Eine kleine Wohnung, ein kleines Studio. Und unterdessen lebt die Verwandte ja im Ausland. Und den grössten Teil vom Jahr. Und ich schaue einfach zum Haus. Seine jetzige Wohnsituation entspricht jedoch nicht der, an die er gewöhnt war. Als ich auf Zürich gezogen bin, habe ich in einer WG gewohnt. Zweimal hintereinander. Bis eben vor 5 Jahren habe ich in einer sehr kleinen Wohnung in Zürich gelebt. Und meine Lebenspartnerin und ich, wir haben nie zusammen gewohnt. Sie hat meistens im Atelier gewohnt oder hat auch selber eine Wohnung gehabt. Und wir haben uns einfach einmal getroffen. Und dort, wo sie dann schwanger geworden ist, hatte ich eine kleine Wohnung gehabt, in einem Altbau. Und dann ist gerade in dem Haus auch noch eine zweite kleine Wohnung frei geworden. Und dann hat sie in dieser Wohnung gewohnt. Und das Kind ist dann in 2 Wohnungen aufgewachsen. Ich bewohne so ein grosses Haus. Ich bin eigentlich der Hausverwalter. Also ich schaue im Haus und kann es aber auch nutzen. Ich ziehe mich aber auch zurück, wenn die Besitzerin da ist. Aber ich lebe ja von einer sehr kleinen Rente. Also im Grunde genommen, eben, ich lebe nicht das Leben, das zu diesen Räumen passt. Jetzt erstellt Herr Hofstetter seine Kunst selbstständig und hat im Haus ein Atelier eingerichtet. Ich lebe für Kunst und die kann ich hier machen. Ich schätze die Konzentration, ich schätze den Platz, den ich habe. Und dass ich eben so spontan einfach so Arbeitsplätze kann improvisieren kann. Herr Hofstetter ist jedoch nicht ganz allein. Nebenan wohnt nämlich die ehemalige Haushälterin dieses Hauses, mit der er immer noch Kontakt pflegt. Frau Elsbeth Hanki arbeitete mehrere Jahre für die früheren Besitzer. Aufgewachsen, geboren bin ich in Ebnach-Kappel. Nachher mit meinen Eltern oft gezögert. Stadt Bern. Nachher Vaduz, Liechtenstein. Nachher Oftringen. Und dann habe ich eine Bekanntschaft gemacht. Nur
kurz und bündig und daraus hat es ein Baby gegeben. Und da habe ich dann allein erzogen, bis er so 8, 9 war. Und dann habe ich geheiratet. Ja, es hat dann noch 2 Kinder, habe ich dann noch bekommen. Ein Bub und ein Mädchen. Und dort haben wir aber auch sehr viel gezögert. Von Linie her sind wir auf Schottfond gekommen, noch wieder. Dort hat mich mal eine grosse Firma übernommen. Aber eben, das hätte dann nicht sollen sein. Ihm ist es irgendwie in den Kopf gestiegen und hat einfach auf den grossen Fuss gelebt. Und dann hat es Konkurs gegeben. Und dann bin ich einfach mit 0 Franken da gestanden. Und habe mich selber wieder frisch orientieren. Was kannst du denn überhaupt noch? Und wie willst du dein Leben verdienen? Und ja. So war der Heavy. Ne? Und ich musste mich besinnen, was willst du denn noch? Von was willst du leben? Und das Einzige, was ich gerne gemacht habe, ist kochen. Und da habe ich mal ein Inserat gesehen, in der Zeitung, wo jemand eine Haushälterin sucht. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist noch das Einzige, was du gut kannst. Frau Henke erhielt die Stelle. Leider reichte das Einkommen nicht, um ihre Familie über Wasser zu halten. Sie fand danach eine bessere Stelle bei der Familie Schindler, wobei sie ihre Familie besser unterstützen konnte. Und so konnte ich natürlich wieder etwas erholen und über Wasser halten und auch schauen, dass die Kinder einigermaßen Job bekommen haben und sie sich selbstständig machen können. Aber es war also eine harte Zeit. Im Moment bin ich auch sehr angeschlagen. Kann ich, ja, springe nur noch zu den Ärzten, oder? Also, ich hatte einen Unfall vor 5 Jahren. Seiland im Meer und habe Rückenwirbel gebrochen da oben. Und da habe ich jetzt praktisch jeden Tag Schmerzen wie verrückt. Und jetzt kommt noch der Blutdruck dazu. Es ist ganz böse. Also ja, ich muss mich selbst schauen, dass ich irgendwie durchbringe. Frau Henke versucht jedoch stets positiv zu bleiben und das Leben zu genießen. Jetzt leben wir doch einfach. Noch ein bisschen, solange es gut geht. Hier an den Straßen von Luzern trifft man auch Leute, die ein komplett anderes Leben führen, wie beispielsweise Bob. Bob ist in Luzern aufgewachsen und wohnt mittlerweile nur ein paar Straßen vom Elternhaus entfernt. Nicht so weit gekommen, dann ist er nicht ganz da. Ich habe einen Job in der Flugzeug gefahren, habe Kunst geschafft, ich habe einen Buchhandel geschafft, ich habe sehr viel gegessen, kein gegessen. Ja, jetzt ist der Strafe drauf und abgelaufen. Ich habe Bob im Seil in die Schule. Ich habe viele Familien gehabt, verschiedene, wo ich aufgewachsen bin. Er ist in verschiedenen Pflegefamilien aufgewachsen und hat es nicht einfach in seinen jungen Jahren. Es hat eine schöne Zeit gegeben, eine schöne Zeit, eine traurige Zeit oder so. Von der Wohnsituation her ist das so nicht anders. Ja, ja, ich habe fast überall gewohnt in der Schweiz, in verschiedenen Orten, in verschiedenen Kantonen. Ich bin jetzt doch einfach nur eine Strasse von meiner Kindheit entfernt. Und mit verschiedenen anderen Leuten zusammen. Ich habe immer mit ganz vielen verschiedenen Leuten zusammengelebt. Es ist nicht ein grosser Unterschied von ihnen. Jetzt sind wir immer noch frei. Und Freiheit ist für mich eigentlich das, was hauptsächlich ist, und Gesundheit. Wenn ich frei bin, kann ich gesund sein. Und dann kommt es mir nicht so drauf ab,
einen Fehler habe ich. Oder einen Fehler jemand anderem. Ein Beruf wird einfach viel für mich hat als ich. Ich habe es gesagt. Verkaufe mich, keine Ahnung. Ich habe nicht so viel Freiheit. Der Kontakt mit Menschen oder so ist vielleicht nicht so jemand, der viel mehr hat, viel reich ist oder so. Vielleicht gar nicht so viel Hunde. Und er überlegt sich dann auch nicht so viel mit den Menschen zusammen. Oder? Ich kann ganz ehrlich, ich habe so eine Kiste. Das ist alles drin, was ich besitze. Das wird jeder wert. Und der Rest sind Teile drin. Und viel mehr habe ich nicht. Und früher hatte ich schon mehr gehabt, irgendwo. Nur heute sind wir mit Socken so. Weil irgendwo kann ich das. Irgendwo darf ich auch mit den Kindern wieder mit Südafrika zufrieden sein irgendwo. So, ich brauche das gar nicht. Oder? Ich will es gar nicht. Ich weiß auch nicht, wieso ich so etwas habe. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie trauriger bin oder in weniger Hunger. Ich bin froh, weiss ich noch, wer ich bin. Das ist eigentlich die Hauptsache, dass man weiss, wer man ist. Wir wünschen Bob auf seinem Weg alles Gute. In dieser 3,5-Zimmer-Wohnung wohnt Frau Barbara Kohler mit ihrer Tochter. Frau Kohler ist eine alleinziehende Mutter. Mein Name ist Barbara Kohler. Ich bin 50. Ich bin im Kanton Zürich aufgewachsen und bin mit 23 auf Spanien ausgewandert, auf Mallorca, habe jetzt 16 Jahre gelebt. Bin nachher wieder zurückgekommen auf Luzern und da lebe ich jetzt seit 10 Jahren mit meiner Tochter. Ich bin in einem Restaurant aufgewachsen. Meine Eltern hatten ein Restaurant. Wir waren 3 Geschwister. Ich war die jüngste von allen. Ich hatte 2 ältere Brüder. Und bin normal, bin in die Schule, habe ein KV gemacht. Nachher habe ich Sprachaufenthalt gemacht in Irland und in Frankreich. Und bin, wie gesagt, mit 23 dann auf Spanien ausgewandert. Eigentlich wollte ich damals auch nur ein Jahr auf Spanien Sprachaufenthalt oder einfach ein freies Jahr mir nehmen. Und habe aber jemanden kennengelernt dort, bin nachher unten geblieben. Habe eine Tochter, wie gesagt, ist auf die Welt gekommen. Leider hielt das Paradies nicht lange an. Wegen der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 war die, 2009. Ist dann immer schwieriger geworden, als alleinerziehende Mutter zu überleben. Ich habe schon geschafft, alles zusammen. Ich habe einen ganz normalen Bürojob gehabt, Anwaltskanzleien, Immobilienbüro, ja. Und es hat aber nicht mehr gelangt, um überhaupt zu überleben. Also das, was man verdient hat monatlich, hat nicht gelangt, um die Wohnung zu zahlen und zu essen, geschweige denn irgendwelche Versicherungen oder sonst Extras. Und das war der Grund, warum ich damals zurückgekommen bin in die Schweiz. Als alleinerziehende Mutter war es jedoch nicht ganz einfach. Wir waren immer am unteren Rand von der Tabelle, von der Vermögenstabelle, oder wie man das nennt, Einkommenstabelle. Es hat zum Glück immer gelangt. Ich konnte auch immer arbeiten, ich habe immer 100% gearbeitet. Meine Tochter hat damals in der Schule und am Mittagstisch hat sie gegessen. Und ist manchmal nach der Schule, wenn sie jetzt früh ausgegangen ist sie auch noch dort im Hort geblieben. Und ich bin die ganze Zeit arbeiten. Das war sicher nicht einfach, diese Zeit. Weder für sie noch für mich. Ich war dann dafür zu Abend immer daheim. Ich war jeden Abend daheim. Mein soziales Netz hat natürlich auch ein bisschen gelitten. Also, ich hatte überhaupt keinen sozialen Kontakt mehr gehabt. Nur die Leute, die ich vom Arbeiten her gekannt habe. Und finanziell, wir haben uns das eine oder das andere können leisten. Ich habe auch ganz bewusst geschaut, dass wir irgendwie einmal, zweimal im Jahr ein kleines Reischen machen irgendwo her. Aber wir haben daheim schon bescheiden gelebt. Also keine neuen Möbel oder keine neuen Kleider. Oder da sind wir sehr bescheiden gewesen. Wir in der Schweiz sind sehr privilegiert, weil wenn ich jetzt mit mir vergleiche, ich bin alleinstehend. Ich habe nur ein Einkommen für 2. Und trotzdem kann ich mir Sachen leisten. Also das ist für mich ein riesen Privileg. Verglichen mit anderen Ländern, wo man das nicht hat. Oder? Also für mich ist es ganz wichtig, dass ich gleich ein bisschen anderen Leuten geben kann, auch wenn ich selber nicht viel habe. Ich gebe gleich ein bisschen immer ab. Das habe ich mein ganzes Leben lang schon immer gemacht.
Ich bin Mitglied bei den drei grossen Organisationen, WWF, bei der Greenpeace und bei der Amnesty. Ich bin dort Mitglied. Ich kaufe auch sehr viele Weihnachtsgeschenke oder so Geschenke kaufe ich über die Firmen. Ich tue auch auf der Straße den Verkäufer manchmal, wenn sie kommen, mit dem Surpreis oder mit irgendwelchen Sachen, tue ich etwas abkaufen. Frau Kohler, ist es wichtig, anderen Menschen zu helfen? Denn sie weiß, wie es ist, durch harte Zeiten zu gehen. Weiter geht es zu Remo Halter. Herr Halter stand einst vor einer lebensentscheidenden Wahl. Eine Karriere als Fußballprofi oder ein absolviertes Studium. Der ehemalige FC Luzern-Spieler ist heute einer der Gründer der Halter Casagrande Partner AG. Also aufgewachsen bin ich in Ebikon Buri. Dort bin ich in der Primarschule. Nachher bin ich an Kanti Alpen gegangen. Ich und meine Brüder haben immer gerne Fußball gespielt und haben dann eigentlich die ganze Jugend vor allem auf dem Fußballplatz verbracht. Ich habe dann eigentlich parallel zu der Kanti beim FC Luzern gespielt, in der ersten Mannschaft. Und das war sehr anstrengend gewesen. Eigentlich waren auch Gegensätze, Fußball und Lehren gleichzeitig. Und dann haben wir entscheiden, ob ich weiter Fußballer machen will oder dann studieren. Und habe dann eigentlich, als ich im Trainingslager war, habe ich dann einen Bänderriss gehabt. Und das hat mir dann auch noch geholfen zu sagen, ja, vielleicht ist es doch nicht mein richtiger Beruf, Fußballer zu werden. Und dann, weil ich einen sehr guten Freund hatte, wo ich die ganze Mittelschule zusammen verbracht habe, sein Vater ist Architekt. Und er wollte auch Architekt werden und dann habe ich mich entschlossen, auch Architekt zu werden. Herr Halter wohnte zuerst in verschiedenen Wohnungen, bevor er seinen Traum verwirklichen konnte. Wo ich dann auf meinen Beruf ausüben, habe ich dann zuerst die eine Mietwohnung, dann die andere Mietwohnung. Und irgendwann so mit bald 45 habe ich dann selber ein Haus bauen in Kastanienbaum und habe eigentlich können so meine Fantasien und meine Leidenschaft in einem Haus ausdrücken. Für mich ist dann sehr, sehr schön und dass ich eigentlich in meinem eigenen Werk wohnen. Ich begegne eigentlich den Leuten immer gleich, ob sie jetzt arm oder reich sind, ob sie intelligent sind oder weniger intelligent. Also, das macht mir eigentlich nichts aus. Also, ich habe auch so in zwei Welten gelebt. Oder? Als Fußballer ist man eher so der Sportler. Oder? Und ich habe in dieser Welt gelebt und gleichzeitig habe ich auch studiert. Und ich habe also Freunde, die auch ein Studium gemacht haben und Freunde, die ganz einfach unterwegs sind. Also, ich habe eigentlich beides gerne. Es ist mir mehr wichtig, so Personen zu spüren. Wenn es ums Thema Privileg geht, weiß Herr Halter, dass es nicht nur Vorteile im ökonomischen Teil hat. Herr Halter schätzt auch andere Privilegien. Für mich ist es zum Beispiel ein Gesundheitsprivileg. Weil ich auch einen Bruder habe, der recht gesundheitliche Probleme hat. Also physische wie auch psychische. Und dann denke ich immer, mir geht es eigentlich sehr gut. Weil ich kann laufen, kann joggen, kann den Alltag gut bewältigen. Ja. Herr Halter plant schon, in der nahen Zukunft sein eigenes Haus in Brasilien zu bauen, wo er auch einmal wohnen möchte. Wohl eines der bekanntesten Hotels in Luzern, der Schweizer Hof. Thomas Hauser, der Sohn des Besitzers, erzählt von seinem Leben in anderen Verhältnissen. In einer normalen Familie aufgewachsen. Eigentlich ein relativ normales Leben gehabt als Kind, also immer noch. Ja, früher habe ich bei meinen Eltern gewohnt, in Adligenswil. Wir hatten ein recht grosses Haus mit einem schönen Garten. Dort immer spielen, abmachen mit meinen Kollegen.
Und jetzt wohne ich in Lausanne, in einer WG mit zwei von meinen guten Kollegen vom Studium. Obwohl Herr Hauser aus sehr guten Verhältnissen kommt, war es ihm wichtig, mit einer Lehre sein eigenes Einkommen zu verdienen, um selbstständig im Leben zu stehen. Ich habe eine Lehre gemacht als Hochbauzeichner, nachher die BM gemacht und jetzt bin ich an der Hotelfachschule in Lausanne. Während der BM und während der Lehre habe ich noch im Hotel gearbeitet, als Aushilfe, denn wenn es zu wenig Angestellte hatten. Also eigentlich seit ich 15 bin, immer am Arbeiten, ein bisschen nebendran, Teilzeit. Herr Hauser hat sich schon früh Ziele für die Zukunft gesetzt und diese mit viel Ehrgeiz zielstrebig verfolgt. Meilenstein würde ich sagen, eine Lehre zu machen. Die meisten von meinen Kollegen und Freunden haben an der Kante abgeschlossen. Ich war einer von denen, der eine Lehre gemacht hat. Und dann nachher die BM zu machen und in die Schule zu kommen in Lausanne. Das war ein grosser Meilenstein für mich. Doch wie ist es für ihn, Menschen zu begegnen, die viel weniger oder viel mehr haben? Klar, es gab Situationen, wo ich wusste, dass Leute weniger oder Leute mehr. Und ich glaube, was wichtig ist, die Situationen haben einem gezeigt, wie dankbar man sein muss und dass man auch für sein eigenes Geld arbeiten und das verdienen. Wie schon seine Eltern will auch er etwas Selbstständiges aufbauen und kommt dem jeden Tag einen Schritt näher. Ja, Ziel definitiv selbstständig sein, ein, zwei eigene Firmen machen, selber Startups eigentlich entwickeln. Ich glaube, einfach Selbstverwirklichung ist das Hauptziel, wie von den meisten Leuten heutzutage. Herr Hauser ist bewusst, dass er ein Privileg hat, über das nicht alle verfügen. Ich glaube, das ist, ja, also heutzutage ist es so, dass viele Leute das Privileg haben, viele Leute auch nicht. Die Wirtschaft ist auch so eingestellt, wenn man ein Netzwerk hat, wenn man Leute kennt, dass dann Privilegien entstehen durch die, die man kennt, eigentlich, durch sein Netzwerk. Also sagen wir, wenn du einen Job suchst und dein Vater kennt jemanden, oder wenn du Freunde hast in einem gewissen Business und die können dir helfen bei einem Job oder bei etwas. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dankbar ist für das Privileg, dass man auch weiss, dass man ein Privileg hat. Im Vergleich zu, dass man das als selbstverständlich sieht. Und ich glaube, es lässt sich nicht verhindern, dass gewisse Leute haben das Privileg und gewisse nicht. Das ist, so funktioniert die Welt einfach. Aber man muss es schätzen, wenn man es hat. Also ich bin sicher einer, der sehr privilegiert aufgewachsen ist, privilegiert im Leben auch. Aber ich schätze es und ich glaube, ich sehe es nicht als selbstverständlich. Aber beim Arbeiten ist es einfach wichtig, dass man etwas hat, was man gerne macht. Aber sei das Kunst, sei das Architektur oder bei mir jetzt zum Beispiel Gastgewerbe. Einfach, dass der Alltag einfällt und dass eigentlich, glaube ich, Arbeiten ist etwas, was man auch als Hobby sieht oder das man wirklich gerne macht. Ich würde es in einer Form nachhaltig anlegen, sodass ich möglichst wenig spüre von diesen 10 Millionen. Aber ich meine, mein Leben würde sich auch nicht viel ändern. Ich will nicht anders wohnen oder leben oder so. Nein, ich würde es für Kultur ausgeben. Ein Sohn lebt in Thailand. Und der lebt in der Tourismusbranche. Und der hat jetzt praktisch keinen Job mehr. Also ein Teil müsste ging zu meinem Sohn, oder? Ja. Und eben zu den Kindern. Das wäre die erste Reaktion. Mein Sohn will Anzug kaufen. Beziehungsweise ja, in Amerika, in den USA, die probieren, das Anzug zu geben. Ich würde sicher mehr politisch tätig haben oder so. Ich würde ein eigenes Heim kaufen irgendwie. Und ich wollte irgendwo wohnen. Und ich dachte, ich sitze hier, mir bleibt hier. Ich kann dort leben, bis ich irgendwann muss gehen. Mehr braucht es gar nicht. Aber wenn ich aufs Handeln wohnen kann, mir gehört, ist das gut. Würde ich mir wahrscheinlich eine Eigentumswohnung kaufen in der Schweiz? Würde das Haus Mallorca renovieren?
würde die Hälfte von dem, oder beziehungsweise das Geld, kommt darauf an, 10 Millionen. Ja, 5 Millionen für gute Zwecke. Die Hälfte für gute Zwecke, die andere Hälfte für mich. Ich würde aufhören arbeiten. Und würde wahrscheinlich vielleicht das eine oder andere Projekt probieren zu realisieren. Ja. Also von meinem Beruf her. Vielleicht sogar irgendein soziales Projekt, wo ich andere Leute unterstützen könnte. Wir haben in der Vergangenheit viel auch Schulen gebaut und wir haben viel auch für Behinderte gebaut. Und das hat mir eigentlich immer sehr Spass gemacht. Ja. Und wahrscheinlich würde ich eine Zeit lang, das ist so ein Wunsch von mir, in Brasilien leben. Weil meine Frau ist Brasilianerin. Ich würde es investieren. Wahrscheinlich momentane Situation richtig Immobilien investieren. Sehr langfristige Investitionen eigentlich. Sicher auch gewisse Startups, glaube ich, unterstützen. In der Tech-Szene vielleicht gewisse Projekte machen. Aber ich glaube, ich würde nicht gross irgendwie Autos, Häuser und Privatjets kaufen oder so. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Realität und hat seine eigene Geschichte. Niemand ist gleich oder genießt die gleichen Privilegien. Manchmal sind diese Realitäten verschieden oder sogar gegensätzlich. Wir danken ganz herzlich den Leuten, die uns ihre Geschichte erzählt haben, und wünschen Ihnen noch alles Gute.